Die SPÖ ist mit sich und ihren Führungsdebatten beschäftigt. Salzburgs Spitzenkandidat der vergangenen Landtagswahlen, David Egger, hat alles daran gesetzt, dass der parteiinterne Streit sich nicht auf die Landtagswahlen auswirken wird. Doch hat sich der Trend auch diesmal fortgesetzt. Die Lage, in der sich die SPÖ gerade befindet, sehen wir auch in den Bundesumfragen. Die FPÖ überholt die SPÖ zuletzt wieder und somit steht Pamela Rendi-Wagner und ihre Partei auf Platz 3. Dem soll mit der Mitgliederbefragung innerhalb der SPÖ ein Ende gesetzt werden. In der Zeitspanne von 24. April bis 10. Mai wählen rund 148.000 teilnahmeberechtigte SPÖ-Mitglieder per Brief oder online für die drei KandidatInnen. Wie kann man sich das Ganze jetzt aber vorstellen? Die Mitgliederbefragung ist Teil eines demokratischen Prozesses, der die Führungsfrage in der SPÖ rasch klären soll. Das gemeinsame Ziel der SPÖ ist klar. Statt Personaldebatten müssen wieder die guten Lösungen der SPÖ für Österreich und die Bevölkerung im Vordergrund stehen. Die Grundlage der Mitgliederbefragung ist das SPÖ-Organisationsstatut. Für die Durchführung der Befragung ist gemäß Statut die unabhängige Wahlkommission, die, die beim letzten Parteitag gewählt wurde, zuständig. Die Anonymität bei der Mitgliederbefragung ist durch zahlreiche Vorkehrungen natürlich sichergestellt. Begleitet wird die Befragung vom Präsidenten der Notariatskammer Dr. Michael Umfahrer und einem IT-Experten. Am 22. Mai dann wird die Wahlkommission das Ergebnis feststellen. Die Mitgliederbefragung zeigt aber nur die aktuelle Stimmung der Mitglieder gegenüber den drei KandidatInnen und am 3. Juni findet der außerordentliche SPÖ-Bundesparteitag in Linz statt. Dort wird der demokratische Prozess zur Klärung der Führungsfrage mit der Wahl der oder des SPÖ-Vorsitzenden und Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl abgeschlossen. Der Wahl stellen sich Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Dreiskirchners Bürgermeister Andreas Babler. Auf dem Stimmzettel steht neben der SPÖ-Vorsitzenden, dem Landeshauptmann und dem Dreiskirchner Bürgermeister auch eine vierte Option. Keine oder keiner der genannten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der rote Kampf um die Führung jedoch sogar noch am Sonderparteitag am 3. Juni weitergeht. Per Statut ist jedes Parteimitglied berechtigt, erst dort die eigene Kandidatur bekannt zu geben und die 650 Delegierten darüber entscheiden zu lassen. Und rein theoretisch könnte sogar noch jemand, der nicht bei der Mitgliederbefragung zur Wahl steht, am Sonderparteitag antreten. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber eher gering. Wofür aber jetzt stehen die einzelnen KandidatInnen? Die drei übrig gebliebenen KandidatInnen, anfangs waren es übrigens 73 Mitglieder, die sich für die Befragung aufstellen lassen wollten, treten mit unterschiedlichen Themen an. Pamela Rendi-Wagner zum Beispiel will einkommensschwache Familien unterstützen und auch gegen Kinderarmut vorgehen. Wir müssen stärker sein. Außerdem fordert sie eine Bildungsplatzgarantie und eine tägliche warme Mahlzeit für jedes Kind. Pamela Rendi-Wagner ist ja mit ihren Themen schon die letzten Monate stark präsent. Sie kommt aber allerdings nicht so richtig durch damit. Eben sie versucht, die Teuerung, die allgemeine, die Rekordinflation für sich und ihre Partei zu benutzen und setzt eben auf das Thema auch vor allem Kinderarmut und so weiter. Das auch Wohnen muss man da dazu erwähnen. Ganz ein heißes Thema, wo die Sozialdemokraten wirklich schon seit Monaten fordern, einen Mietpreisdeckel. Ja. Und der wurde jetzt dann versucht auszuverhandeln in der Regierung, ist aber gescheitert an der ÖVP. Also das sind so zentrale Themen, die Frau Rendi-Wagner jetzt in den letzten Monaten quasi transportiert hat und forciert hat. Hans-Peter Doskozil will einen Mindestlohn von 2.000 Euro und außerdem eine Steuerreform. Und einmal mehr hat er unter anderem das Thema leistbares Wohnen und den Kampf gegen die Teuerung angesprochen. Ja, Hans-Peter Doskozil ist ein Mann der Worte, der harten Worte, und aber auch, er setzt auch Taten. Also im Burgenland hat er eindrucksvoll bewiesen, das muss man ihm lassen, also das kann man alles nachprüfen, von den Mindestlöhnen bis hin zum Wohnen, aber auch im Gesundheitsbereich mit Ärzten, dass er versucht, die ans Land zu binden nach der Ausbildung. Also da gibt es ganz konkrete Maßnahmen. Ist auch ein Grund, warum ihm Experten auch zutrauen, dass er letztendlich die SPÖ wieder einen könnte und in Richtung Kanzleramt führen könnte. Andreas Babler will, dass es für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn gibt. Und er will sich auch für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs einsetzen. Dreiskirchen zum Beispiel ist eine Stadtgemeinde geprägt von viel Verkehr, aber es gibt nur einige wenige Buslinien, die durchführen. Und was Babler zusätzlich auszeichnet, er verkörpert, also für viele, so ist mein Eindruck, so eine Art Revival der Sozialdemokratie, wie man sie sich vorstellt. Ein Mann aus dem Volk, ein Mann, der klare Worte findet, auch wie ein Hackler spricht. Ja? Also nicht despektierlich gemeint, aber bodenständig,
einfache Sätze, klare Botschaften und der natürlich auch extrem auftritt in seinen Forderungen, wie sehr das finanzierbar ist, wissen wir nicht. Er fordert ja zum Beispiel die 32-Stunden-Woche für alle bei gleichem Lohn. Die Konzepte also der drei KandidatInnen unterscheiden sich bei der Frage Mindestlohn oder doch Arbeitszeitverkürzungen, beim Umgang mit Asyl und Migration und auch bei der Lösung des Klimaproblems spalten sich die Meinungen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.